Es war mal wieder eine Zeit, wo ich dachte, man kann ja mal wieder einen Stream machen. Doch, vielleicht war es nicht so schlau wie gedacht. Wieso? Nun ja, ich war ganz normal am Stream, doch nach einer Stunde und ungefähr 30 Minuten hat einer in den Live-Chat geschrieben, Spam is incoming. Ich dachte, es ist einer von diesen Idioten, der richtig spammt. Doch nein. Es war anders. Es kam ganz oft Hashtag OlafArmy. Ich wusste nicht, was das sollte. Ich war wie geflasht. Ich wusste nicht, wer das war. Aber eins wusste ich. Es war eindeutig nicht normal. Ich ging auf diesen Kanal, der geschrieben hatte, Spam is incoming. Und auf den ersten Blick war der Kanal recht nice. Doch dann habe ich was gesehen. Es war unbeschreiblich. Ein versteckter Link. Ich ging rauf und es öffnete sich eine neue Seite. Es war eine Stichpunktenliste. Auf der Liste standen drei Sachen: YouTube, Push und Geld. Für mich war hier Schluss. Ich hatte Angst. Ich musste fast heulen. Ich nahm an, dass der sogenannte Olaf die Bibi-Krankheit hat. Ich rannte schneller als Manuel Neuer ins YouTube-Krankenhaus und ich fragte nach, ob dieser YouTuber auch diese Krankheit haben könnte. Die Spezialisten sagten nur, es ist alles gut. Ich dachte, nein, nichts ist gut. Ich musste alleine nachschauen. Ich habe immer noch so viele Fragen, die mir keiner beantworten kann. Wie hat er mich gefunden? Warum hat er mich gepusht? Und wann kommt der Eiswagen? Es ist warm und ich habe Hunger.